So, hier bin ich wieder. Jetzt habt ihr mal gesehen, was so ein Kukuri an Schlagkraft entwickelt. Das ist schon Wahnsinn. Noch ein paar Sachen zum Kukuri an sich. Das ist ein Arbeitsgerät. Es gibt auch welche, die sind gebaut worden für den reinen Kampf. Die sind etwas schmaler und führiger im Gewicht. Es hat eine Messingzwinge. Einen Griff aus Saalholz, das ist ein sehr widerstandsfähiges Holz und es hat eine Endkappe aus Messing und ist hinten vernietet. Die Klinge geht etwa in dieser Breite bis hierhin, hier verhängt sie sich und wird dann hinten im Griff vernietet. Jo, Regie, ich hoffe, die kleine VA hat dir gefallen. Mal mein größtes Haumesser oder Messer allgemein, wie im Himalaya, Nepal, werden ja diese Messer schon Jahrhunderte benutzt in dieser Form zu allen Arbeiten, grobe, feine. Man kann auch mit Schnitzen hier hinten, da ist es etwas schärfer als hier vorne. Jo, das wäre es eigentlich gewesen. Richie, ich wünsche dir und deinem Kanal noch alles Gute und mach einfach weiter so. Bis denne. Tschüss.